So Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid, um euch das Ding hier anzugucken. Und weil wir Baden-Württemberger ja alles können, sogar Hochdeutsch, geht es jetzt so weiter, dass ihr auch was versteht. Es geht in den nächsten Minuten um das schönste Bundesland der Welt. Viele von euch fragen mich immer wieder, wo ich eigentlich herkomme, und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach mal ein Video darüber, übrigens in Zusammenarbeit mit dem Landesmarketing Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg, das ist auch das Bundesland, in dem ich geboren wurde, genauer gesagt in Malsch bei Karlsruhe. Karlsruhe nebenbei bemerkt, die Stadt mit dem besten Fußballverein, den es gibt. Und das hier, das ist das Haus, in dem ich auf die Welt gekommen bin, das Marienhaus in Malsch. Früher eine Geburtenklinik, heute ein Seniorenwohnheim. Aber wir Baden-Württemberger sind eben flexibel und vor allem sind wir erfinderisch. Ich wette mit euch, mindestens eine Erfindung aus Baden-Württemberg habt ihr diese Woche schon in der Hand gehabt. Der Uhu-Kleber zum Beispiel wurde in Baden-Württemberg erfunden. Oder die Würzschraube. Und, was viele nicht wissen, auch die Tankstelle ist, wenn man so will, eine Erfindung aus Baden-Württemberg. Das hier neben mir ist nämlich die älteste Tankstelle der Welt. Es ist das Jahr 1888. Bertha Benz, die Frau des Autoerfinders Karl Benz, ist auf der ersten Autofahrt überhaupt mit ihren beiden Söhnen von Mannheim nach Pforzheim unterwegs. Was passiert? Ein paar Kilometer hinter Heidelberg geht den drei der Sprit aus. Und zwar genau hier in Wiesloch. Bertha Benz ist aber nicht dumm und hat eine Idee. Ihr fällt ein, dass es in den Apotheken in dieser Zeit Ligruin gibt, ein Reinigungsmittel mit Leichtbenzin drin. Bertha Benz geht also in die Stadt, findet die Stadtapotheke und bekommt von dem Apotheker Willi Ockel eine Ladung Ligruin, die sie in den Tank schütten kann. Der Motor springt wieder an, die Fahrt geht weiter und die Stadtapotheke wird damit zur ersten Tankstelle der Welt. Bis heute ist die Stadt Wiesloch stolz und hat hier sogar ein Denkmal aufgestellt für Bertha Benz und ihre Söhne. Allerdings kommt man gar nicht mehr mit dem Auto zur ersten Tankstelle der Welt. Hier ist nämlich inzwischen eine Fußgängerzone. Und wo wir gerade bei Erfindungen aus Baden-Württemberg sind? Für mich ist Essen immer besonders wichtig und auch da hat Baden-Württemberg einiges zu bieten. Spätzle natürlich oder Schupfnudeln, die auch Bubespitzle genannt werden, was so viel bedeutet wie Bubenpenisse. Oder natürlich die Maultaschen. Maultaschen, eine Erfindung der Legende nach von Mönchen, die in der Fastenzeit trotzdem Fleisch essen wollten und deshalb Hackfleisch unter Teig versteckt haben. Und so sollen die Maultaschen entstanden sein. Aber auch das beste Eis der Welt kommt aus Baden-Württemberg, nämlich das Spaghetti-Eis. Erfunden in Mannheim im Eiscafé Fontanella. Und zwar von diesem Mann hier, Dario Fontanella. Sie haben das Spaghetti-Eis erfunden. Genau. Wie kommt man auf die Idee, ein Spaghetti-Eis zu erfinden? Ich war beim Skifahren als Après-Ski, bin ich in einem Café mit Freunden von mir. Und dann wurde mir angeboten, einen Mont Blanc Dessert. Es war 1969 und ich wusste nicht, was ein Mont Blanc sei. Und dann habe ich es bestellt und da bekam ich eine so eine Portion ungefähr, nur die Weinbraun mit einer Zuckerhaube. Das war glasiertes Zucker und das hat mich bewundert, wie interessant die Form ist. Ja. Dann habe ich sofort die Pächterin gefragt, wie sie das gemacht hat. Das fand ich einfach genial. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte ich mit dem Eis von Papa machen. Das war das erste Mal, dass man Eis mit Spaghetti, mit Nudel verglichen hat oder den gleichen Namen. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen erklärt, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Ich habe das auch mal probiert nachzumachen, ich habe es nicht hinbekommen. Vielleicht können Sie uns mal zeigen, wie man so ein richtiges Spaghetti-Eis macht, damit es auch wirklich gut aussieht. Selbstverständlich, dann machen wir es. Und Ehre also für Dario Fontanella und sein Spaghetti-Eis. Und es gibt noch einige Baden-Württemberger mehr, die Ruhm und Ehre verdienen. Zum Beispiel Friedrich Schiller war Baden-Württemberger. Albert Einstein aus Ulm war Baden-Württemberger. Boris Becker ist Baden-Württemberger und das Äffle und das Pferdle natürlich auch. Und man muss sagen, bei manchen hört man das auch. Zum Beispiel bei Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten, der hat ein breites Schwäbisch gesprochen. Oder Friedrich Schiller, der hat so Schwäbisch gesprochen, dass er dafür manchmal sogar gemobbt wurde. Und einige seiner Zeilen, die reimen sich auch nur, wenn man sie schwäbisch ausspricht. Auf ewig bleibt mit dir vereint der Arzt, der Dichter und dein Freund. Klingt irgendwie ziemlich unsauber, aber auf Schwäbisch hört sich das so an. Auf ewig bleibt mit dir vereint der Arzt, der Dichter
und dein Freund. Aber nicht nur Friedrich Schiller war Baden-Württemberger aus Leidenschaft, auch sein Kollege Johann Wolfgang von Goethe hat hier gelebt. Und mit hier meine ich wirklich hier in Tübingen. In diesem Haus hier hat Johann Wolfgang von Goethe gelebt. Gut, muss man dazu sagen, es waren nur 9 Tage im Jahr 1797 und so richtig gut gefallen hat es ihm hier auch nicht. Denn an seine damalige Geliebte schreibt Johann Wolfgang von Goethe in einem Brief: Die Stadt selbst ist abscheulich. Allein man darf nur wenige Schritte tun, um die schönste Gegend zu sehen. Man könnte auch sagen, Goethe fand Tübingen zum Kotzen. Und das kann man wörtlich nehmen. Sieht man an diesem Haus, hier kotzte Goethe, steht dort. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Auf dem Boden hier hat sich Goethe übergeben. Kann man froh sein, dass es inzwischen weggeputzt wurde und nicht jetzt irgendwie von Goethe-Anhängern verehrt wird. ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr könnt mich mal. Die Fantastischen Vier sind das, die kennt ihr sicherlich und die kommen aus dieser Stadt hier, aus Stuttgart. Über eine andere Stadt in Baden-Württemberg hat Kool Savas, der Rapper, mal gesagt, es wäre die schönste Stadt Deutschlands und das ist Heidelberg. Generell hat Baden-Württemberg musikmäßig einiges zu bieten. Das größte Heavy-Metal-Label, Nuclear Blast, kommt zum Beispiel auch von hier, aus Donsdorf. Und dann gibt es da noch eine Hip-Hop-Crew, die den ehemaligen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Günther Oettinger, gesampelt hat. My Homeland. Baden-Württemberg, everybody does as he pleases. 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 Everybody as he pleases. Everybody does as he pleases. Everybody does as he pleases. Everybody does as he pleases. Die Orsons sind das und die Orsons sind natürlich bei einem Label aus Baden-Württemberg unter Vertrag, nämlich Chimperator. Das ist das Label, bei dem auch Crow unter Vertrag ist. Und einer der Chefs des Labels ist Coddy. Coddy, Rap in Baden-Württemberg. Es ist eigentlich ein gutes Bundesland, oder? Ja, traditionell haben wir hier immer viel gute Rap-Gruppen gehabt. Also ich bin ja aus Stuttgart und hier hatten wir mit der Kolchose damals, Freundeskreis, Mr. Vitöne, Afrop davor, Fantastische Vier und so. Und auch noch viele unbekanntere Bands, die aber hier in Stuttgart dann regional bekannt waren, echt immer eine blühende Hip-Hop-Kultur, die sich so bis heute durchzieht. Genau, es gibt ja immer wieder diese Baden-Württemberg-Bezüge mit schwäbischen Einflüssen in Songs. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass Sie auch mal einen Sampler oder einen Song komplett auf Schwäbisch veröffentlicht? Ja. Oder dass Crow einen seiner Songs auf Schwäbisch nochmal neu rausbringt? Ich glaube nicht. Nochmal kurz zu Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat ja Hip-Hop-mäßig, du hast es vorhin schon kurz gesagt, mit der Kolchose zum Beispiel, schon eine sehr lange Rap-Geschichte. Was meinst du denn, warum gerade Baden-Württemberg, Heidelberg ja zum Beispiel auch mit Advanced Chemistry? Ja, voll, ja, Advanced Chemistry. Genau, warum gerade hier? Also ich kann nur für Stuttgart sprechen. Hier bin ich aufgewachsen und hier kenne ich mich aus. Und ich denke, dass man auf so relativ engen Raum zusammen sitzt und dann ist die Szene sehr nah beieinander und dadurch befruchtet sich das gegenseitig auch ganz gut und ich denke, so entwickelt sich auch schneller was und wenn mal der Anfang gemacht ist, das ist ja so wie im, was weiß ich, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, auf einmal haben alle danach Tennis gespielt von den Kids und so, glaube ich, in Stuttgart war halt der Anfang irgendwann mal gemacht und dann ist das so, ja, wird das halt fortgeführt und dann entsteht da schnell was, das alle sehen, okay, Rap, cool, es macht Spaß und so und dann entwickelt sich das schnell weiter. Kämpfe damit für den Frieden auf Erden, nach biblischen Werten herrscht der Krieg. Everybody who's messy, everybody who's messy, what's go? Everybody who's messy, everybody who's messy, what's go? Everybody. So klingt also Rap made in Baden-Württemberg. Ich denke, da ist ganz klar, warum ich Baden-Württemberg cool finde. Gibt aber noch mehr Gründe. Das höchste Durchschnittseinkommen hat Baden-Württemberg und die niedrigste Arbeitslosenquote zusammen mit Bayern. Und das Bundesland hat sowas hier. Ihr denkt vielleicht, ich stehe hier an der Côte d'Azur. Stimmt aber gar nicht. Das ist der Bodensee. Und der ist noch viel cooler, wenn man sich ein bisschen näher anschaut. Der Bodensee ist so wichtig, die Römer hatten sogar extra eine eigene Flotte für ihn. Und er ist so groß, dass man an manchen Stellen gar nicht vom einen Ufer ans andere schauen kann, wegen der Erdkrümmung. Man muss aber auch sagen, in 10.000 bis 15.000 Jahren wird es den Bodensee wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Davon gehen zumindest Forscher aus, einfach weil die Alpen immer weiter reinrutschen. Also schaut schnell noch vorbei, bevor es ihn einfach nicht mehr gibt. Das sind viele Gründe, warum ich Baden-Württemberg cool finde, warum ich meine Heimat cool finde. Wie sieht es denn bei euch aus? Welches Bundesland findet ihr am coolsten? Findet ihr überhaupt ein Bundesland in Deutschland cool oder sagt ihr, nee, ist überhaupt nicht so schön? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst uns ein kleines bisschen diskutieren. Mehr Infos findet ihr wie immer in der Infobox und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich stelle mich jetzt hier noch in die steife Brise. Fühlt man sich so ein bisschen wie am Meer.